Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Und heute testen wir mal wieder die Lidl-Gitarre Version Edition 2019, November 2019. Und so sieht das Ganze aus. Lidl verkauft eine Akustikgitarre für 49,99 €. Andere Discounter bieten auch immer Akustikgitarren an. Und ich muss aber sagen, die Lidl-Gitarren sind ein ganz kleines bisschen berühmt, weil sie im Endeffekt sehr, sehr gut sind. Aber auch Aldi und sowas sind sehr cool. Aber ich hatte ja schon mal die Lidl-Gitarre getestet. Das Video ist sehr, sehr erfolgreich. Sehr, sehr viel von euch angeklickt. Vielen lieben Dank dafür, ne, weil alle Leute wollen wissen, taugt ihr denn überhaupt was? Und wir werden jetzt diese aktuelle Version jetzt davon öffnen, weil das jetzt 2 Jahre ungefähr her, vielleicht sogar 3, ich weiß nicht mehr genau. Und wir schauen mal, hier ist diese Lidl-Nummer drauf. Da seht ihr, wer einen Barcode-Scanner hat, kann den mal eben kurz abscannen. So, und wir öffnen die und ich werde euch alles zeigen, was da drin ist. Hier wird gesagt, Clip-Tuner ist da drin und ein Buch und eine CD und eine Tasche. Und damit ich auch nicht zu kurz komme, werbungsmäßig, ne, kennt ihr schon aus dem anderen Video, hier ist mein Gitarrenbuch. Ja? Vergesst das Buch, was hier drin ist. Es gibt kein besseres als mein Gitarrenbuch. Ja? Könnt ihr bei Amazon bestellen oder im Buchhandel oder so. Ja? Aber hier geht es jetzt um die Lidl-Gitarre und ich packe sie jetzt mal aus. So, hier haben wir den Karton und einmal zip, umgedreht und aufgemacht. Das ist so ein üblicher Gitarrenkarton und jetzt haben wir hier schon die Gitarre. Das Witzige ist, aus dem anderen Video, da hatte ich ja damals mir diese Natural Version holen wollen und da war eine schwarze drin und jetzt gab es leider nur noch eine schwarze bei Lidl. So, hier ist die Gitarre, ihr seht, hier ist die Tasche, ja, in so einem Plastikding, sogar richtig eingeschweißt. Ersatzleiten haben wir hier drin. Dann das Buch, ich glaube, das ist sogar das gleiche Buch wie vom letzten Mal. Ja, das ist halt ganz dünn, das sind, keine Ahnung, 50 Seiten oder, ach, noch niemals, 20 Seiten oder so. Ich bin ganz ehrlich, solche Bücher sind meistens relativ, ach, naja, man kann die ersten Griffe damit greifen, aber das ist dann halt auch dann schon genug. Und dann haben wir hier diesen Clip-Tuner, machen wir auch mal eben schnell, ganz schnell auf hier für euch. Die Clip-Tuner sind wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn das jetzt ein billiger oder ein kostengünstiger ist, aber er wird seinen Job tun. Ja. Und sogar mit einer, mit einer Batterie dabei. Wunderbar. So, jetzt geht es aber hier an die Gitarre. Pack den Karton mal weg. Hier oben ist ein Immo-Schlüssel, der ist dazu da, um den Halsstab einzustellen. Den werden wir... Ja, eventuell müssen wir es machen, je nachdem. Und das ist hier so eine Schutzfolie. Da rate ich euch, diese Schutzfolie vernünftig hier abzumachen. Reißt es nicht auf, weil es kann sein, dass ihr die Gitarre auch noch wieder umtauschen müsst. Ja, deswegen, dafür ist ja dieses Video jetzt auch gedacht, dass wir uns die Gitarre halt anschauen, ob sie heile ist, ob man damit spielen kann und so weiter. Das packen wir erstmal weg. Dann ist hier so eine Schutzfolie, so ein Schutz für die Saiten, damit die Saiten halt nicht in Mitleidenschaft gezogen werden während des Transports. Ist auch alles super. Kennt man jetzt von, naja, so richtig günstige Billiggitarren. Kennt man manchmal von eBay, die haben sowas dann nicht. Die kommen dann auch relativ schlecht verpackt. So. So. Da haben wir sie. Sie ist halt in matt. Das war schon bei der letzten so. Ich bin ganz ehrlich, so eine matte Gitarre ist halt nicht so schön, weil sie halt jeden kleinen Kratzer aufzeigt und ich finde, das Matte ist jetzt auch nicht so wirklich hochwertig. Jetzt haben wir jetzt hier raschelt was drin, hört ihr das? Da ist wahrscheinlich so ein... Ja. Da ist so ein kleiner Sack mit so Salz drin, damit... damit halt, wenn es feucht wird, dass da die Feuchtigkeit rausgezogen wird. Und jetzt, hey, zack, da ist es rausgefallen. Oh, Moment.
Hat eigentlich in der Gitarre relativ selten, dass die Firmen das da reinpacken, aber gut. So, jetzt haben wir hier die Gitarre und nach meinem ersten Blick sieht sie erstmal okay aus. Wir haben jetzt hier solche kleinen, ja, also vielleicht seht ihr das. Das kommt hier durch die Mechanik, weil die Mechanik hier vielleicht eventuell ein bisschen geschwitzt hat oder eventuell derjenige, der die eingepackt hat, hatte noch so ein bisschen Mechaniköl an den Händen. Aber das, ich glaube, wenn ich das so ein bisschen verwische, dann geht das weg. So, das ist halt auch so eine Sache bei so matten Gitarren, da siehst du halt sowas. Wichtig ist, dass der Sattel in Ordnung ist. Das werden wir gleich noch sehen mit der Seitenlage. Schaut mal her, kann ich euch schon mal so zeigen, die Seitenlage. Ja, so. Ich gehe nochmal so. Sattel oben sieht in Ordnung aus. Gehen wir nochmal so. So sieht es okay aus. Denn es auch das Griffbrett, die Bundstäbchen. Das sieht erstmal alles okay aus. Für eine 50-Euro-Gitarre. Ja. Hinten auch die Brücke. Ja. Ja, die Brücken sind halt bei solchen Instrumenten immer geklebt. Und da muss man dann gucken, ob sich das eventuell hier schon irgendwie hochlöst oder so. Seht ihr das? So ein bisschen schwierig hier. Dass es nicht irgendwie hier schon hochgeht oder so. Und hinten ja die Brücke. Ja, die Seiten sind halt hier so geknotet. Das sieht aber auch alles okay aus. Was ich immer bei billigen Gitarren finde, wenn man hier so lang geht, wenn ich hier so mit den Fingern so lang gehe, dass man hier fast schon von den Bundstäbchen immer die Finger aufgeritzt kriegt, weil die halt nicht ganz präzise hier drauf eingelassen werden. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist richtig schön plan. Das ist gut. So, jetzt ist die Gitarre. Ist sie nicht gestimmt. Bevor ich jetzt den Clip-Tuner raushole, nehme ich eben kurz mein eigenes. So wie ich jetzt dann gerade gesehen habe, mit Batterie einsetzen und so, das kann etwas dauern. So funktioniert der dann auch. Man klippt den hier oben rein und dann muss man hier jetzt die Gitarre stimmen. Und das beschleunige ich jetzt mal eben kurz. Ich stimme die mal eben ganz kurz durch. Ich habe die Gitarre jetzt gestimmt und eins müsst ihr euch bei Klassikgitarren bzw. bei Neuland-Saiten müsst ihr euch das vor Augen führen. Wenn ihr die ganz frisch stimmt, die verziehen sich die ganze Zeit. Wenn ich jetzt hier nochmal nachziehe, ich hatte jetzt die E-Seite schon immer ein bisschen höher gezogen, auch die B-Seite, und die zieht sich halt, die muss erst so ein bisschen sich dehnen, und da könnte man jetzt zum Beispiel auch hier mit den Saiten, seht ihr das, man zieht die so ein bisschen nach oben, man dehnt die quasi so ein bisschen, ja, und das passiert auch bei teuren, hochwertigen Saiten. Die müssen sich halt erst so ein bisschen einziehen, ne? Deswegen wird die Stimmung der Gitarre jetzt auch immer so ein bisschen schwierig sein. So, auf jeden Fall, jetzt kommt natürlich das, worauf wir alle warten, ne? Taugt ihr denn überhaupt was zum Spielen? Ja, so sah die jetzt ganz okay aus, aber Saitenlage ist, es ist okay. Für eine 50-Euro-Gitarre ist sie okay, allerdings ist sie hier hinten, und wenn wir jetzt mal nach vorne ziehen, seht ihr das? Sie ist ein bisschen, die Seitenlage könnte ein bisschen tiefer sein. Ja? Wenn ich mir das Griffbrett anschaue, so, dann könnte das Griffbrett noch ein ganz kleines bisschen konkaver sein, also so, dass es ein bisschen mehr durchhängt. So. Und dazu ist dann hier, seht ihr das hier hinten, gucken, ob ich das richtig hinkriege, da dieser Halsspannstab da drin. Dass so eine Gitarre aus, mit so einem Preis einen Halsspannstab hat, ist eigentlich schon ziemlich gut. Ja. Oftmals sehe ich das bei so richtig billigen Gitarren, das ist einfach nur ein Stück Pressholz. Ja, die ist jetzt auch keine hochwertige Holzgitarre, ja, ganz ehrlich. Aber so zum Üben reicht die vollkommen, wirklich. So, und wenn ich jetzt mal so spiele, wenn ich jetzt irgendwelche Akkorde spiele, ist jetzt ein E-Moll. So, wir hören jetzt, der hat sich halt wieder schon wieder ein bisschen verstimmt. Oh. So, aber wenn ich. Ist doch schon mal ganz cool.
Wie gesagt, es ist keine super hoch Präzisionsgitarre, wenn ich... Ja, aber... Wenn ich das jetzt so spiele, wenn ich jetzt so Zupfsachen spiele, also ich finde die, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt hier im Video bei dem Mikrofon rüberkommt, ich nehme jetzt das komplett hier über mein Krawer-Mikrofon auf, Rever-Mikrofon, aber sie ist ein bisschen dumpf, ein bisschen leise, das kommt aber durch die Saiten, weil die Saiten, das werden jetzt keine hochwertigen Super-Saiten sein und das kommt aber auch durch das Holz, das kommt durch die gesamte mindere Qualität der Gitarre. So zum Spielen reicht es, aber ich würde euch auf jeden Fall anraten, relativ schnell etwas bessere Saiten drauf zu ziehen, die einfach ein bisschen schöner klingen. Die klingen wirklich einfach dumpf. Da ist nicht viel Volumen, da ist nicht viel Brillanz drin, es ist einfach nur, es klingt halt ein bisschen nach Gitarre, ja. Und wenn ich halt was zupfe... Ist okay. Das ist jetzt schon schwierig. Hier ist die Saitenlage so hoch, dass hier bei Nothing Else Matters... Boah, ist schon schwierig. Na, kommt halt durch die Saiten. Aber Leute, ganz ehrlich, fürs Üben, fürs Anfangen, fürs Lernen, ist es okay, 50 Euro, 49,99 Euro, ja. Also die Gitarre war jetzt wirklich, und die ist einfach nur randommäßig aus dem Needle gekauft. Ja, ich habe keine Kooperation oder so mit denen. Ja. Mit einem Clip-Tuner, mit einer Tasche, ein kleines Buch, okay, ist vollkommen in Ordnung. Ja, wirklich kann man... Ich sage jetzt mal, nichts falsch machen für, ja, mein Kind möchte vielleicht einfach ein bisschen Gitarre lernen oder ich selber, ich will einfach mal reinschnuppern, gucken, ob das was ist und dann schaut man, ne, einfach. So, und wenn ihr lernen wollt, wenn ihr richtig Gitarre lernen wollt, kauft euch bitte mein Buch, ja. Ihr unterstützt mich natürlich da mit, aber ihr werdet, ihr werdet jetzt, hier sind sehr, sehr viele schöne Übungen, oh, gut, das war jetzt keine Übung, da sind paar Noten auch drin, aber das geht alles hier ohne Noten und ich habe sehr, sehr viele schöne Bilder da drin und ganz, ganz viele Videos auf meiner Homepage musiklessons.de und da könnt ihr dann ganz einfach und mit System Gitarre lernen oder dann halt hier auf meinem YouTube-Kanal. So, dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr euch die Gitarre gekauft habt, ansonsten, ne, wenn ihr dann mal bei Lidl oder Aldi und Co. die Gitarren seht, ich will jetzt einfach mal behaupten, dass Aldi und so im Endeffekt irgendwie die gleichen Gitarren irgendwo herbeziehen. Ich weiß nicht genau, wo sie die kaufen, wer das vertreibt, aber auch die zweite Gitarre von Lidl war okay zum Spielen. Keine groben Fehler, keine groben Verarbeitungsdinge und auch ein super Weihnachtsgeschenk. Ne? Deswegen, ja? Haut rein, liebe Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Empfehlt mich weiter. Macht's gut. Ciao.